Grüß euch wieder einmal. Jawohl, jetzt habe ich einen totalen Schreck gekriegt. Jetzt haben wir den schalte ich die Kamera ein, weil jetzt geht es wieder raus in den Forst. Ne, für den nächsten Forsteinsatz. Jetzt wollte ich mein Husqvarna 55er, mein Mark II herrichten. Wieder, ja, Kettenschuhe machen und so weiter. Mache ich halt alle, weil wieder, dass es wieder frisch ist, ne, dass du das wieder aufräumen kannst. Jetzt geht das echt nicht mehr an. Das geht nicht mehr. Also ich bringe das zum Anlaufen. Das Saal, weißt du, was du da zeigst, zum Anlaufen, bringe ich nicht mehr raus. Das geht nicht mehr raus. Das magst du nicht für möglich halten, oder? Also, keine Ahnung, was da jetzt ist, aber ich glaube, das ist was Größeres. Jetzt habe ich mal angerufen drin, der was gekauft hat, zu es richten. Ja, die sagen, ja, müssen wir mal schauen, aber es sind natürlich die Feiertage, nicht? Ja, müssen wir richten dann, sagen sie. Müssen wir richten dann, ja, von mir aus, hoffentlich. Das ist mein Sechte, mit der schneide ich an, mit der ich da füllen. Der tue ich auslassen, das ist mein Sech, das ist mein Baby, sagen sie allem, der ist schnurrt, verstehst du? Und ja, geht nicht mehr. Also, keine Ahnung, letzte Mal eingestellt in Bixen, wunderbar noch gegangen, Hand probiert, geht nicht mehr. Bring's nicht mehr, also keine Ahnung, käme ich auch nicht aus, nicht? Aber das muss was Größeres sein, aber wenn der Ding nicht mehr rausgeht, du am Kolben, Bruder. Ja gut, jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt muss ich in den Forst raus, weil jetzt passt es gerade gut, nicht? Weil wir alleweil so zwischen Weihnachten, nein, ja, da schneiden wir halt alleweil Mondholz und so weiter, ne? Aber jetzt habe ich natürlich mein 55er nicht. Ja, jetzt habe ich ein Problem, ja, weil mit was schneide ich jetzt an? Ja, ich habe schon noch eine Säge jetzt, ja, mein Stiel, das ist mein Vollsäge, aber der ist bleischwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Darum habe ich aber 55er hergenommen, weil der ist leichter und der zieht genauso durch. Nicht genau. Versteht's, was ich meine, nicht? Für meine Verhältnisse, ne? Welcher Sech nimmst du jetzt da fürs Holz raus? Ja, jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. Mein 362C kann ich nicht nehmen, weil der fällt mir die Hände ab. Das ist mir einfach zu schwer. Also, wenn du das auslassen musst, dann zeig du, da kommst du nicht vorwärts, nicht? Mit meinem Körperbau. Ja. 55er, kaputt. Ja, dann bleibt bloß noch eine. Die 23er, still. Der war 30 Euro alt ist. Also, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mein 23er Stil klären muss. Also, machen wir gleich einmal eine Challenge draus, oder? Gehen wir ins Holz raus und probieren wir mit dem 23er Stil. Probieren wir es einmal, ne, wie lange das durchhält. Da machen wir jetzt gleich einmal ein Projekt draus. Ne, mit dem 23er Stil, mit einem 30er Schwert, 30 Jahre alt, das passt doch alles zusammen, nicht? Babuschnein. Also schauen wir mal, wo die Grenzen sind von der 23er. Ne. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich in Holz draus bin und das erste Mal den Schnackel anlasse und den ersten umschnalze. Na, schauen wir, wie es herhält. Also, viel Spaß dabei bei dem Projekt. 23er Stuhl, 30 Jahre alte Sech gegen, ja, was weiß ich, was draus steht. Ne? Kann schon 60er draus stehen oder 70er. Ja, also, auf geht's, machen wir so. Mm-hmm.
bin obrig. Ja, der Käfer hin.
Wir haben wieder einen Umbruch da oben, Alter.